Und gleich am Anfang gibt es hier ein, ja, das, was wir brauchen, nämlich Zementsack. Weil wir brauchen halt, was habe ich weg gesagt? Also wir brauchen halt 6 Verstärkungsmaterial und 6 Zementsäcke. Das ist die Priorität fürs Level 1 Haus erstmal. Dann kann ich ja irgendwann später nur noch looten gehen, bis ich das Level 1 Haus voll habe. Und dann kann ich mal looten für die anderen, Verstärkungsmaterial für die anderen looten. Es wäre so schön, wenn es 3 Dinge auf einmal wären oder so. Nur Verstärkungsmaterial. So. Das brauchen wir nicht. Da haben wir Zementsack. Besser. Nicht besser später als nie, sondern besser als nichts. Nein, Zementsäcke brauchen wir, das ist gut. Und dann müssen wir halt wieder rauslaufen und reinlaufen. Das brauchen wir nicht. Ja, da müssen wir wieder rauslaufen und das ist halt mal so eine, wie soll man sagen, Geduldsfrage. Geduldssituation. Muss man Geduld haben. Das heißt Geduld, wenn es auch Spaß macht zu looten, dann ist eigentlich keine Geduld. Aber schauen wir mal in den Hallen vorbei. Und dass da was Interessantes gibt. Schauen wir mal. Ja, da zum Beispiel oben ist einer gespawnt. Und manchmal fallen die halt runter. Und dann liegt die Leiche da. Und da drüben sehen wir einen Helikopter stehen. Sehr mysteriös. Mysteriös. Wahrscheinlich der Joker, oder? Der Joker ist da gelandet. So. Da war schon mal nichts. Da war nichts. Mal gucken, was hier so ist. Da haben wir auch nichts. Na, ja, das ist aber ganz schön dürftig hier. Und hier ist auch nichts. Ja, das ist aber ganz schön Pech. Ich glaube, ich sollte das nächste Mal echt mal in Sabine looten gehen. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es die 2 Baustellen nebeneinander und da kann man auch schön looten. Da gibt's was? Nee. Was ist da los? Da lootet ja gar nichts mehr. Es lootet ja gar nichts mehr. Hier ist was. Wenigstens etwas. Da ist was und ein bisschen Kleidung. Da ist ein Scope, glaube ich. Na gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Und dann außenrum ist nichts. Hier noch ein bisschen die Außenansicht von Dubovo. Genau. Drüben oben auf dem Berg, da habe ich mal früher 2013, wo ich mit meinem Bruder gespielt habe, meinen Eltern, mit meinem Bruder dann, haben wir einige Fahrzeuge gefunden, da habe ich die alle dahin, haben wir alle Fahrzeuge drüben schräg hingestellt. Das hat eine Woche lang gut funktioniert und dann, ja, eine Woche oder zwei später waren die alle kaputt oder weg. Na klar, ich meine, wenn das jemand sieht, das sieht natürlich jemand. Selber spielen. Damals habe ich gedacht, naja, komm, oben kommt doch keiner vorbei. Ja, die fliegen natürlich auch, die Leute. Wir sehen das dann. Ist ja logisch. Ja, so ist es.
Wir haben zum Beispiel einen Zombie und der uns jetzt zum Beispiel verfolgt bis zu unserer Base und der nicht will. Also gehen wir mal in die Lagerhalle und nehmen unsere Makarov und wir haben ja noch eine andere SD-Waffe. Aber die würde ich eher sparen. Und dann haben wir ich hab schon lange geschossen. Zack. Trotzdem hat jemand gehört in der Nähe. Ein Zombie hat es auf jeden Fall noch gehört. So, jetzt aber. Keiner mehr da, oder? Ich möchte nur meine Zementsäcke nicht so sehr mitschleppen lassen. Ich will die mal wieder ablegen. So, was habe ich gesagt? Ein bisschen im Auto immer ein paar Sachen ablegen. Ja, 5 passen rein, das ist, glaube ich, ja, 3 Säcke noch, dann 3, dann mal 6 bauen. Aber wir haben immer noch kein Verstärkungsmaterial. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Und damit geht's wieder zurück. Ich hoffe, dass jetzt irgendwas gespawnt ist. Also Bestärkungsmaterial 3 Stück auf einmal, das wäre top. Da muss ich zugeben. Irgendwann haben wir einen Zombie gehört, der... beziehungsweise er hat uns gesehen. Einmal hin und wieder zurück. Geht noch. Der Typ ist immer noch oben. Von der Grafik her sieht es so, also von, ja, ein bisschen so ähnlich wie PlayerUnknown's Battleground. Nur, dass es hier weniger oder kaum Vegetation gibt, also beziehungsweise so Gras und so weiter. Das ist so grafisch, das erinnert mich auch wirklich an DayZ und so. DayZ Standalone und DayZ Aber 2, das erinnert mich echt an PlayerUnknown's Battlegrounds. Und beziehungsweise umgekehrt. Also PlayerUnknown's Battlegrounds erinnert mich eher an DayZ. Als andersrum. So. Lass bitte tolle Sachen spawnen. Oh Gott, ja, Zementsäcke, die brauchen wir. Ja, Verstärkungsmaterial brauchen wir. Unbedingt. Das ist doch ganz gut. Das ist doch super. Zement brauchen wir. Mal gucken, was es noch gibt. Jawohl, das ist genau das, was wir benötigen. Langsam wird auch unser Belastungsanzeige, die steigt natürlich. Und mehr wir rennen, steigt es natürlich auch. Zombies hört man überall. Außenrum ebenfalls. Und da gibt es eigentlich nichts mehr. Da gibt es eigentlich nichts mehr. Dann laufen wir, würde ich sagen, zurück. Gehen wir hier vielleicht kurz vorbeischauen.
noch 5 Schüsse. Der Zombie, der uns verfolgt hat. Das Gewehr, das war wahrscheinlich der Zombie, der uns verfolgt hat, ne? Und der Typ ist immer noch oben, haha. Ja, die Zombies ließen sich auch gut im Wald ablenken. Ich weiß nicht, ich habe letzte Zeit habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so funktioniert. Aber gut. Legen wir mal die Sachen ab. Genau, und Stärkungsmaterial tue ich mal da rein. Damit sind wir ganz, ganz gut vorbereitet. Das Haus ist auch abgeschlossen. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich mache mal einen Break. Und ja, dann machen wir weiter mit Looten. Vielleicht sogar in Sabina. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber, bevor ich mich verabschiede, ich muss auf jeden Fall was trinken, sonst... Sieht nicht gut aus für unsere Balken da, unseren Charakter, sondern das da oben. So, also, bis dann.